Die Menschheit in ihrer aktuellen Form existiert seit etwa einer Viertelmillion Jahren. Allerdings waren nur die letzten 4000 davon von nennenswerter Bedeutung. Was haben wir also für fast 250.000 Jahre gemacht? Aus Angst vor den Dingen, die wir nicht verstanden, verkrochen wir uns in Höhlen und kauerten um kleine Feuer herum. Es ging dabei nicht nur um die Erklärung, warum die Sonne aufgeht, sondern vielmehr um das Mysterium von riesigen Vögeln mit menschlichen Köpfen und zum Leben erwachenden Felsbrocken. Wir ließen uns Namen für sie einfallen. Götter, Dämonen und flehten sie an, uns zu verschonen und beteten um Erlösung. Mit der Zeit begann ihre Zahl zu schwinden und unsere zu steigen. Als es weniger Dinge zu fürchten gab, begann die Welt mehr Sinn zu ergeben. Aber das Unerklärbare verschwindet niemals wirklich. Es ist fast so, als ob das Universum nach dem Absurden und dem Unmöglichen verlangt. Die Menschheit darf sich nie wieder vor Angst verstecken. Niemand sonst wird uns beschützen. Wir müssen für uns selbst einstehen. Während der Rest der Menschheit im Lichte verweilt, stehen wir in der Dunkelheit, um sie zu bekämpfen, zu kontrollieren und vor den Augen der Öffentlichkeit zu verstecken, sodass andere in einer vernünftigen und normalen Welt leben können. Wir sichern, wir kontrollieren, wir beschützen. Der Administrator.